Silvester und Neujahr haben als Kalendertage, als Kalenderereignisse natürlich keinerlei christliche Bedeutung. Der Jahreswechsel ist für uns keine magische Hürde, die irgendwie überwunden werden muss. Und natürlich gibt uns auch dieses Datum Gelegenheit, sozusagen nochmal das alte Jahr Revue passieren zu lassen und auf das neue Jahr zu blicken, auf das neue Jahr einzustimmen. Und ich habe überlegt, was ich uns oder euch als Gemeinde sozusagen als Überschrift für das Jahr 2018 mitgeben könnte, irgendeinen besonderen Bibeltext. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich festgestellt, dass dieser Bibeltext, der aus der Reihe, jetzt aus der Predigtreihe sich ergibt und jetzt dran ist, den wir gerade gelesen haben, eigentlich so ein wegweisender Text ist. Ein Text, der sowieso für viele Christen oder auch Gemeinden sowas wie ein Motto-Vers ist, dieser Vers 1 von Galater 5. Also eigentlich eine wahre Überschrift. Leider ist es auch ein Text, der mindestens genauso oft missverstanden wird. Missverstanden wird von Christen, so dass er am Ende fast das Gegenteil eigentlich bedeutet. Wenn es hier heißt, zur Freiheit hat uns Christus befreit, dann wird dieser Vers eben oft so verstanden, Christus hat uns befreit von dem Gesetz. Christus hat uns befreit vielleicht vom Gehorsam insgesamt. Mit der Konsequenz, dass es jetzt überhaupt nicht mehr darauf ankommt, wie wir leben, dass wir jetzt nichts mehr zu tun haben mit dem Gesetz, dass wir jetzt nichts mehr zu tun haben mit Gehorsam. Wer so redet, der ist leider nicht besonders fromm, wie manche sich das vielleicht einbilden. Der ist leider nicht besonders fortgeschritten in seinem Verständnis der Gnade und des Evangeliums, sondern ganz im Gegenteil, so ein Mensch ist kein Christ. Ich will das mal ganz deutlich sagen. Wer sagt, als Christ steht und fällt alles mit dem Glauben an Jesus Christus allein, aber wie ich dann lebe, wie ich jetzt lebe, das ist völlig unerheblich. So ein Mensch ist ein Verführer, ein Demagoge, ein Irrlehrer der schlimmsten Sorte. Und viele Christen denken leider so, viele vermeintlichen Christen denken so und reden so und sind sich damit selbst im Grunde die schlimmsten Irrlehrer. Aber wer sagt auf der anderen Seite, ob ich Christ bin oder nicht, ob ich gerettet bin oder nicht, das steht und fällt, dafür steht und fällt alles mit meinem Leben, das steht und fällt alles damit, wie ich lebe, ob ich gehorsam bin gegenüber Gott, seinem Gebot oder nicht. Der ist ein Irrlehrer derselben schlimmsten Sorte. Auch das können wir ganz gut selbst und sowas einreden. Die erste Irrlehre sozusagen ist die Irrlehre der Gesetzlosigkeit. Ich kann tun lassen, was ich will, leben, wie ich will. Es gibt keinen Maßstab. Und das zweite ist Gesetzlichkeit. Und Apostel Paulus warnt uns in diesem ganzen Brief, das ist uns immer wieder begegnet, vor allem vor dieser zweiten Irrlehre. Er warnt uns vor der Irrlehre der Gesetzlichkeit. Aber, und das ist mir wichtig, das heute nochmal zu sagen, Paulus tut das nicht, wie wir das vielleicht manchmal tun oder tun würden, indem wir dabei ins andere Extrem verfallen. Wir kämpfen gegen die Gesetzlichkeit, indem wir einfach in die Gesetzlosigkeit fallen. Aber Gesetzlosigkeit war noch nie eine gute Medizin gegen Gesetzlichkeit. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht in Gemeinden, das funktioniert nicht im christlichen Leben. Der Apostel warnt uns hier in dieser Stelle davor, dass wir uns unsere christliche Freiheit nehmen lassen von irgendjemandem, von Irrlehrern, die sich getummelt haben in Kleinasien zur damaligen Zeit. Aber gleichzeitig sehen wir, dass an dieser Stelle des Briefs beginnt eigentlich der eigentliche praktische Teil, beginnt das Thema Heiligung, beginnt das Thema des christlichen Lebens, des christlichen Lebenswandels, wie wir leben sollen. Es wird jetzt in den nächsten Versen viele Imperative, Aufforderungen, Befehle des Apostels Paulus geben, wie wir leben sollen. Das ist überhaupt kein Widerspruch für Paulus. Bevor wir uns das anschauen, die Freiheit, um die es eigentlich geht, die Freiheit, zu der wir befreit sind, nach diesem Text wollen wir uns oder müssen wir uns eigentlich kurz nochmal die Knechtschaft anschauen. Das Joch, aus dem wir befreit wurden oder unter dem wir früher gelebt haben oder manchmal vielleicht noch leben. Also zuerst das alte Joch, unter das wir gespannt waren. Und dann schauen wir uns zweitens an das zerbrochene Joch und die neue Freiheit, die daraus resultiert. Und als letztes und drittens
wollen wir noch ein paar Takte hören zu dem neuen Joch, unter dem wir jetzt leben. Und wie normalerweise, wie meistens, ist auch heute wieder zur Hilfe die Gliederung im Faltblatt zum Nachfolgen abgedruckt. Also zunächst mal ein paar Worte noch mal zu diesem alten Joch, dass Paulus hier in diesen bekannten Versen von dieser überraschenden und überragenden Freiheit spricht, der Freiheit eines Christenmenschen, wie Martin Luther das genannt hat, das setzt natürlich etwas voraus. Das setzt voraus, dass wir irgendwann mal unfrei waren, dass wir Sklaven oder Knechte waren von irgendetwas oder von irgendjemandem. Dass Paulus uns hier warnt, die Christen hier warnt, davor uns wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen zu lassen, das setzt voraus, dass wir darunter mal waren, unter einem Joch als Sklaven. Das ist ganz logisch. Aber was für ein Joch war das, unter das wir gespannt waren? Was für ein Joch ist das, in das heute noch viele gespannt sind, in das heute noch alle gespannt sind, die nicht an Christus glauben, die diese Freiheit des Christen nicht kennen? Das ist ein dreifaches Joch, wenn man genau hinschaut. Zuerst mal war das das alte Joch der Sünde. Eines der großen Probleme unserer Zeit ist, dass die Leute nicht mehr verstehen, was Sünde eigentlich ist. Die meisten Leute denken, Sünde ist eine schlechte Entscheidung, eine falsche Entscheidung, dass man sich entscheidet, für etwas Falsches zu tun, etwas Böses zu tun. Das ist Sünde, so denken die meisten Menschen. Und weil Sünde eine Entscheidung ist, eine falsche Entscheidung, eine Tat, so denken wir, dass wir im Prinzip auch die Fähigkeit haben, die Kapazität haben, die Sünde eben nicht zu tun. Die Sünde, die wir vielleicht eine Weile getan haben, zu lassen, aufzuhören damit. Aber das ist eine tragische Verharmlosung, Verniedlichung der Sünde. Damit reduzieren wir Sünde zu einem kleinen Makel, den wir alle irgendwo haben, den wir aber selbst aus schierer Willenskraft in den Griff bekommen. Der Kirchenvater Augustinus war sicher nicht der Erste, der erkannt hat, dass hinter so einer Sicht eine völlig falsche Sicht, dass es eine völlig falsche Sicht von Sünde ist und dass dahinter eine völlig falsche Sicht auch vom Menschen steht, wer wir eigentlich sind. Augustinus hat deutlich gemacht, Mensch ist nicht gleich Mensch. Wir müssen hier unterscheiden. Der Mensch war ursprünglich gut geschaffen. Ja, keine Frage. Aufrecht, moralisch, korrekt, könnte man sagen, gerecht, wie die Bibel sagt, heilig sogar, geschaffen. Adam und Eva konnten sündigen oder eben auch nicht. Bis zum Sündenfall. Nach dem Sündenfall, diese allererste Sünde, dieser Sündenfall war so radikal, so tiefgreifend, tiefschürfend, dass er in seiner Konsequenz alle Menschen verändert hat, die Grundverfassung des Menschen verändert hat, dass eben seither alle Menschen Sünder sind. Wir tun nicht nur einfach Sünden, wir sind Sünder. Und weil wir das sind, weil wir Sünder sind, nach der Bibel mit jeder Faser unserer Existenz, von Hause aus, von Geburt an, deshalb können wir nicht nicht sündigen. Wir haben nicht die Wahl, wir sind nicht frei, wir wollen gar nicht mehr nicht sündigen. Wir wollen gar nicht heilig leben von Hause aus, im Einklang mit Gottes Wort, im Einklang mit Gottes Gebot. Das war natürlich kein cleverer Einfall von Augustinus, diesem Kirchenvater. Er hat eigentlich nichts anderes gemacht hier, als die biblischen Aussagen des Apostels Paulus zum Beispiel zusammenzutragen, was der sagt in der Bibel, was Gott selbst sagt über den Menschen als Sünder. Seit dem Sündenfall. Paulus beschreibt uns Sünder, alle Sünder in Epheser 2, wenn er sagt, dass wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches führten, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Immer und ohne Ausnahme. Sünder sündigen, weil sie Sünder sind. Wir waren, sagt Paulus, von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen, wie alle Menschen es sind, damals bis heute.
Paulus beschreibt den Menschen als Sünder in Römer 8, wenn er sagt, das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, also Sünder, können Gott nicht gefallen, können nicht nicht sündigen. Sünde ist nicht einfach die böse Tat. Sünde ist ein Verhängnis. Sünde ist ein Zustand. Sünder zu sein ist eine Identität. Es ist eine Knechtschaft, eine Sklaverei. Es ist Unfreiheit. Es ist ein Joch. Römer 6 sagt Paulus, wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen? Dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Ihr wart Sklaven der Sünde, sagt Paulus. Und deshalb habt ihr immer weiter gesündigt. Diese Tatsache gilt für uns, die gilt für alle Menschen zu jeder Zeit, seit dem Sündenfall. Die gilt für Kinder, die mitten in unserer Gemeinde geboren werden. Sie gilt für uns alle. Wir sind alle von Natur aus, von Anfang an, unter dem Joch der Sünde. Die Juden dachten, für sie gilt das nicht. Sie haben eine besondere Position, eine herausragende, eine privilegierte Stellung. Sie sind automatisch sozusagen in einer besseren Lage gegenüber Gott. Sie sind das auserwählte Volk. Als Jesus ihnen immer wieder begegnete, sie immer wieder konfrontiert hat, immer wieder davon sprach, dass er sie freimachen will von ihrer Knechtschaft, von ihrem Joch, da waren sie ganz irritiert. Sie haben das nicht verstanden, worum es eigentlich geht. Jesus sagte zu ihnen, Johannes 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und sie, die Juden, antworteten, wir sind Abrahams Same, wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie kannst du da sagen, ihr sollt frei werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Das ist eine ganz universale Beobachtung, eine ganz unpopuläre Beobachtung, wenn man das heute sagt. Das ist völlig unpopulär, das will kein Mensch hören. Das wollten die Leute damals auch nicht hören. Es war so unpopulär, dass die Juden nicht zuletzt deshalb Jesus aus dem Weg räumen wollten. Jesus sagt weiter in Johannes 8, nun aber sucht ihr mich zu töten. Einen Menschen, der euch die Wahrheit gesagt hat, die ich von Gott gehört habe, das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie, die Juden, zu ihm, wir haben einen Vater, Gott. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Ihr seid mit dem Teufel im Bunde, unter einem Joch mit dem Teufel. Wie wir die Geschichte kennen von diesem kleinen Volk Israel, das nach Ägypten abwandern musste, die Sklaven wurden, der Ägypter unfrei waren, unfrei einfach wegzulaufen, die Option gab es nicht. Wie das Volk Israel ins Exil musste, in Babylon, wegen seiner eigenen Sünde und auch da verknechtet, versklavt wurde, so sind wir auch alle. In Gefangenschaft, im Exil, unter dem Joch der Sünde. Von Hause aus. Aber das alte Joch, von dem Paulus spricht, ist hier zweitens auch das Joch des Gesetzes. Das ist jetzt nicht was ganz anderes eigentlich, das ist eigentlich nur die Kehrseite. Woher wissen wir denn, was ist denn Sünde? Woher wissen wir, dass Sünde Sünde ist oder was Sünde ist? Woher wissen wir das? Wir wissen das nur, weil es einen Maßstab gibt, an dem sich Gut und Böse entscheidet. Das ist der Maßstab Gottes, den Gott uns gibt, gegeben hat. Deshalb hat Gott uns sein Gesetz gegeben. Das Gesetz, das Adam und Eva noch hätten halten können, tun können, was aber seither nur noch der Maßstab ist, an dem wir erkennen, was wir alles nicht tun. Wie schuldig wir sind, wie sündhaft wir sind. Dieses Gesetz hilft uns nicht, dieses Gesetz ist nicht unser Freund. Dieses Gesetz ist ein gnadenloser, ein unbarmherziger, ein immer fordernder Sklaventreiber. Das hat der Apostel Paulus schon gesagt in Galater 3, Vers 24, wo er das Gesetz unseren Zuchtmeister, unseren Sklaventreiber nennt.
Das Gesetz sagt, der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Und nur der das alles tut. Das Gesetz fordert vollkommenen Gehorsam, sonst reicht es eben nicht. Galater 3, Vers 10 haben wir gehört, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. In allem. Aber gleichzeitig erkennen wir am Gesetz, dass wir all das nicht tun und dass wir ebenso nicht sind. Römer 3, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Im Gegenteil, durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, Römer 3, Vers 20. Und das ist ein schweres Joch, das immer wieder vor Augen gehalten zu bekommen. Aber das alte Joch, von dem Paulus hier spricht, ist drittens auch das Joch der Gesetzlichkeit. Das mag vielleicht ein bisschen überraschend kommen. Gesetzlichkeit, wir verbinden Gesetzlichkeit meistens eher mit Christen, die anderen Christen vielleicht 1001 Regeln auferlegen wollen, wie wir zu leben haben, Regeln, die weit über die Bibel hinausgehen, weit über das Gesetz hinausgehen. Das verbinden wir oft mit Gesetzlichkeit. Aber was ist eigentlich Gesetzlichkeit? Gesetzlichkeit ist ja nicht einfach, wie man denken könnte, ein bisschen zu viel Gesetz, ein bisschen zu viel Gesetz Gottes. Das ist nicht Gesetzlichkeit. Jesus hat ständig vom Gesetz gesprochen. Man lese nur mal die Bergpredigt. Jesus hat ständig vom Gesetz gesprochen, aber er war sicher nie gesetzlich. Das kann es nicht sein. Gesetzlichkeit ist vielmehr eine Motivation als ein Inhalt. Gesetzlichkeit ist eine Motivation. Es ist die Motivation, etwas tun zu wollen, um vor Gott besser dazustehen. Etwas tun zu wollen, um uns das Heil zu verdienen oder im Nachhinein das Heil etwas abzusichern vielleicht vor Gott. Gesetzlichkeit ist etwas, das wir Gott vorhalten können, Gott vorhalten wollen, wo wir sagen wollen, schau doch, was ich alles getan habe. Schau doch auf meinen Gehorsam. Schau doch, wie ich gelebt habe oder wie ich lebe. Gesetzlich ist alles, was nicht aus Glauben kommt. Der Glaube ist der Glaube an Gottes Verheißung und Gottes Versprechen. Das ist die einzige Alternative zur Gesetzlichkeit. Der Glaube. Wer nicht glaubt an das Evangelium, an das, was Gott versprochen hat, der ist sozusagen per Definition gesetzlich. Alle, die nicht glauben an das Evangelium, sind automatisch und sozusagen unheilbar gesetzlich. Alle Menschen sind von Haus aus unter diesem Joch der Gesetzlichkeit, durch das wir eben besser sein wollen. Besser als der andere, besser als wir es gestern oder letztes Jahr noch waren. Das ist das alte Joch, unter dem wir waren, unter dem der eine oder andere vielleicht heute noch ist. Das alte Joch der Sünde, das alte Joch des Gesetzes, das uns die Sünde zeigt, das uns zeigt, wer wir sind, das uns gleich die Strafe noch mitliefert für diese Sünde, das alte Joch der Gesetzlichkeit, durch die wir irgendwie alles wieder gut machen wollen. Für all das ist Joch, ein sehr passendes Bild. Ein Joch ist schwer, auch schwer im Holz. Ein Joch zieht uns zu Boden, drückt uns zu Boden, weil es eigentlich nicht für Menschen gemacht ist. Ein Joch ist eigentlich gemacht für Stiere oder Pferde. Ein Joch gibt uns keine Kraft. Es fordert nur. Ein Joch ist nicht gut. Es sperrt uns ein, es zieht uns zu Boden. Es führt uns am Ende ins Verderben. Und von diesem schweren Joch, sagt der Apostel Paulus hier, sind wir jetzt befreit worden. Das ist mein zweiter Punkt. Dieses Joch ist zerbrochen worden. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Christus hat uns befreit von diesem alten Joch. Er befreit heute noch, täglich, Leute von diesem alten Joch. Genauso prominent, wie wir im Alten Testament immer wieder das Bild des Joches sehen, es uns begegnet, das Bild der Sklaverei, der Knechtschaft, der Menschheit unter einem Joch, der Sünde, des Gesetzes.
Genauso prominent ist im Alten Testament, wenn man mal danach sucht, das Bild des zerbrochenen Jochs. Das Joch ist, dass Gott selbst zerbrechen wird eines Tages, wenn es soweit ist. Das hat er immer wieder versprochen. Das Evangelium insgesamt ist das Bild von einem zerbrochenen Joch. Israel war sündhaft, Israel musste nach Ägypten, aber Gott verspricht schon dort, in Levitikus Kapitel 26, ich, der Herr, bin euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht mehr ihre Knechte sein sollt. Und ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und euch aufrecht gehen lassen. Das ist das Evangelium. Und die wunderbare Präambel oder das Vorwort der 10 Gebote, das wir eigentlich niemals weglassen dürfen, niemals überlesen dürfen, wenn wir die 10 Gebote lesen. Auch da taucht dieses Bild übrigens wieder auf. Exodus 20. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, unter dem Joch herausgeführt habe. Du sollst. Immer wieder hat Gott sein Volk angekündigt, also denen, die glauben, dass er ihr Joch zerbrechen wird, von ihnen nehmen wird. Jeremia 28 zu dem Volk im Exil in Babylon. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels, ich zerbreche das Joch des Königs von Babel. Das werde ich tun. Ezekiel 34, sie sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Balken ihres Joches zerbreche und sie aus der Hand derer errette, die sie knechteten. Überhaupt der Exodus, insgesamt dieser wunderbare Auszug aus Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft, aus dem Joch, ist eines der wunderbarsten Bilder im Alten Testament für das Evangelium, das Wirklichkeit wurde im Kommen Jesu vor 2000 Jahren. Was hat Jesus getan, als er kam? Er hat dieses dreifache Joch zerbrochen. Er hat das alte Joch der Sünde zerbrochen, so heißt es gleich schon in der Ankündigung über ihn. Wir haben das gehört nochmal, diesen Text, Matthäus 1, an Weihnachten nochmal gehört. Maria aber, heißt es, Matthäus 1, 21, wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Erlösen, heißt es hier. Und in diesem Wort Erlösung, im Griechischen, steckt das Wort Loslösung von einer schweren Last. Immer wieder ist das ein Wort, was uns begegnet. Die Last der Sünde. So sollte Jesus das Joch der Sünde zerbrechen und sein Volk in die Freiheit führen. Und das hat er auch getan. Und Jesus hat zweitens auch das Joch des Gesetzes zerbrochen, als er kam. Als Jesus kam, und auch noch danach, haben die judenchristlichen Lehrer ja behauptet, dass immer noch alle Menschen, die gerettet werden wollen, zunächst mal bitteschön ordentliche Juden werden müssen, um überhaupt mit Gott ins Reine kommen zu können, um überhaupt Hoffnung zu haben, gerettet zu werden. Das war doch auch die große Frage dieses großen Apostelkonzils in Jerusalem, oder nicht? Von dem wir hören in Apostelgeschichte 15. Da haben wir diese judenchristlichen Lehrer auf der einen Seite, die sagten, wenn ihr euch nicht, ihr Heiden, die jetzt gläubig geworden seid, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lässt, so könnt ihr nicht gerettet werden. Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Den Christen. Aber auf der anderen Seite haben wir die Apostel, Gott sei Dank, die Apostel, die gesagt haben, nein, diesen Gläubigen darf keine weitere Last, heißt es wörtlich da, kein Gesetz, kein Joch auferlegt werden, außer dem, dass sie glauben an den Herrn Jesus Christus. Warum nicht? Weil Jesus gekommen ist. Das Ziel des ganzen Gesetzes. Wie es Paulus sagt in Römer 10, so deutlich, Römer 10, Vers 4, Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Christus hat das Joch des Gesetzes zerbrochen, zum Ende gebracht, zum Ziel gebracht. Christus hat das Joch des Gesetzes auch zerbrochen, indem er es erfüllt hat.
Galater 4,4 haben wir schon gehört. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz, unter das Joch getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Nicht mehr Sklaven, Knechte, sondern Söhne. Er hat uns erlöst von dem Joch des Gesetzes, indem er dieses Joch selbst auf sich genommen hat und erfüllt hat in vollkommenem Gehorsam bis ins Detail. Und Jesus hat das Joch des Gesetzes am Ende auch gebrochen, indem er seinen Fluch auf sich genommen hat. Auch das haben wir schon gehört, Galater 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Das ist keine zufällige Wortwahl. Jesus hing am Holz, am verfluchten Holz des Jochs. Unser Joch wurde zerbrochen, indem Jesus es auf sich genommen hat, dieses schwere Joch, und indem er daran gestorben ist, an dem Joch des Kreuzes. So hat Jesus das Joch des Gesetzes gebrochen. Aber Jesus hat drittens auch, Gott sei Dank, das Joch unserer natürlichen Gesetzlichkeit zerbrochen. Auch das haben wir schon gehört, Galater 3, wo Paulus sagt oder ausruft, O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt am Joch vor die Augen gemalt worden ist? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? Durch eure eigene Gesetzlichkeit, in eurer eigenen Kraft? Nein, so hat Paulus gesagt, das geht nicht. All eure Werke, all eure Gesetzlichkeit kann auch nicht ein Gramm oder einen Millimeter beitragen zu eurer Rettung. Aber das müsst ihr auch gar nicht mehr. Jesus hat euch frei gemacht von dem Joch der Gesetzlichkeit, sodass ihr nicht mehr leben müsst oder nicht mehr leben dürft nach dem Prinzip der Werke und des Gehorsams, sondern nach dem Prinzip des Glaubens, des Geistes, der euch frei macht. 2. Korinther 3, 17. Der Herr aber ist der Geist, und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit vom Gesetz, Freiheit von Gesetzlichkeit. Oder Römer 8. Das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. All das ist die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und das sind wunderbare Wahrheiten. Das ist die Wahrheit des Evangeliums, des zerbrochenen Jochs über uns, des Jochs der Sünde und des Gesetzes, der Gesetzlichkeit. All das ist zerbrochen und weggetan durch Jesu Tod am Joch, am Kreuz. Eigentlich könnten wir hier aufhören, könnten wir uns hier freuen über diese Freiheit, die Christus uns gegeben hat. Aber Paulus endet nicht damit. Paulus endet nicht mit dieser Tatsache, mit diesem Indikativ, was passiert ist, was der Fall ist, damit basta. Nein, Paulus endet ja im Prinzip, oder dieser ganze Vers ist eigentlich ein Imperativ, etwas, was wir tun sollen. Das hören wir nicht gerne, viele Christen hören das nicht gerne, dass wir auch etwas tun sollen. Aber das ist Paulus' Aussage hier, und damit will ich auch zum letzten Punkt zum Schluss kommen. Dieser ganze Vers ist eine Aufforderung an uns heute. Paulus sagt ja, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Paulus widerspricht all den sogenannten Christen, die sagen, ja, alles steht und fällt mit dem Glauben. Hauptsache ich glaube an Jesus Christus, wie ich dann lebe, ist völlig egal. Es reicht nicht einmal zu erkennen, Jesus Christus hat mich frei gemacht, Thema erledigt. Der ganze Galaterbrief beweist eigentlich das Gegenteil.
Dieser Galaterbrief war ja überhaupt nur nötig, nur notwendig, weil diese jungen Christen, echte Christen, kurz davor waren, obwohl sie gläubig waren, sich doch wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen zu lassen, von ihren Lehrern. Und dieser Brief ist heute nötig, weil auch wir, mitten in der Gemeinde, Christen, immer wieder kurz davor stehen, uns in dieses Joch einspannen zu lassen. Martin Luther, der Reformator, der sagt zu dieser Aufforderung des Apostels, ich zitiere ihn, der Apostel sagt, seid nicht sicher, sondern stark, liegt nicht herum und schlaft nicht, sondern steht, wie wenn er sagen wollte, die Wachsamkeit und Beharrlichkeit sind erfordert, wenn ihr die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat, festhalten wollt. Die Sicheren und Schnarcher können sie nicht behalten. Niemand von uns, kein Christ, bleibt automatisch in dieser Freiheit, die uns Christus geschenkt hat. Diese Freiheit muss aktiv bewahrt werden. Automatisch bleiben wir nicht darin. Automatisch fallen wir höchstens in eine von diesen zwei Irrlehren, zur Linken und zur Rechten, entweder in die Gesetzlichkeit oder in die Gesetzlosigkeit. Das tun wir automatisch, das passiert von ganz allein. Das sind die beiden Gefahren. Paulus ermahnt uns, lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen, fallt nicht zurück wieder in die alte Gesetzlichkeit. Das Joch kommt oft von außen. Von außen will man uns oft wieder in dieses Joch einspannen, Lehrer vielleicht, christliche Lehrer oder andere Christen, die uns unterjochen wollen, weil sie selber das Evangelium nicht wirklich begriffen haben, weil sie uns diese wunderbare Freiheit, die wunderbare Freiheit des Christseins, des Glaubens allein nicht gönnen. Da muss noch was mehr kommen, ein paar Gesetze drauf. Da müssen wir widerstehen lernen. Das ist unsere Aufgabe. Wir müssen Gesetzlichkeit, jeder Christ muss Gesetzlichkeit erkennen, wo sie ihm begegnet, wo sie ihm angeboten wird, wo sie ihm aufgezwungen werden soll. Sonst sind wir leichte Beute. Petrus hat zu diesen gesetzlichen Leuten gesagt, damals in Jerusalem, Apostelgeschichte 15, warum versucht ihr denn jetzt Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, was weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Petrus hat erkannt, was diese Leute vorhatten, was ihre Motivation war. Und Paulus auch. Paulus sagt uns schon in Galater 2, was aber diese eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten in die Gemeinden, um unsere Freiheit auszukundschaften, auszuspionieren, die wir in Christus haben, damit sie uns unterjochen können. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, nicht eine Minute, nicht eine Sekunde. Das war die Haltung des Apostels. Denen gaben wir nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe, damit ihr weiter bleibt in dieser Freiheit. Und das muss genauso unsere Haltung sein. Aber die Gefahr kommt leider nicht nur von außen, sondern sie kommt auch von innen. Wir selbst sind oft unsere eigenen besten oder schlimmsten Irrlehrer. Wir spannen uns selbst immer wieder unter das Joch der Knechtschaft, wenn wir uns zuflüstern, du bist zwar gerettet aus Gnade allein, wunderbar, aber ob du jetzt gerettet bleibst, das hängt von dir ab. Wir spannen uns selber unter das Joch der Knechtschaft, wenn wir nach Gewissheit des Heils, des Glaubens suchen, indem wir ständig auf uns selbst schauen. Wie wir so leben. Jeden Tag neu. Und messen, ob es reicht oder nicht. Wir spannen uns selbst unter das Joch der Knechtschaft, wenn wir Gott gehorchen wollen. Uns heute wieder vornehmen oder fürs nächste Jahr vornehmen, Gott zu gehorchen. Damit wir mit unserem Gehorsam vielleicht wenigstens ein bisschen was zurückzahlen können. Gott ein bisschen was zurückzahlen können für seine Gnade. Das ist verkappte Gesetzlichkeit der übelsten Sorte, sowas. Gottes freie Gnade wollen wir zurückzahlen.
Wir spannen uns selbst wieder unter das Joch der Knechtschaft, wenn wir meinen, wir müssten Gott überzeugen, dass er keinen Fehler gemacht hat, dass er uns gerettet hat, weil wir doch jetzt so gehorsam sind, weil wir doch so fruchtbare Christen sind. Wir spannen uns selbst wieder unter das Joch der Knechtschaft, wenn wir auf irgendetwas anderes schauen, wenn es um das Heil, unsere Rettung, Erlösung geht, auf irgendetwas anderes schauen als allein auf den Glauben, als allein auf Christus und auf seinen Gehorsam. Alles andere ist das Joch der Knechtschaft, der Gesetzlichkeit. Und Paulus warnt uns, wie gesagt, auch auf der anderen Seite vor der Gesetzlosigkeit. Auch da dürfen wir nicht zurückfallen, das Joch der Gesetzlosigkeit, der Sünde, in der wir schwelgen, uns wälzen wie die Sau im Dreck, wenn wir sagen, Gott hat das Joch zerbrochen, jetzt lasst uns fressen und saufen und fröhlich sein, denn morgen sind wir tot, wie das Volk Israel, für das Gott klagt bei den Propheten, beim Propheten Jeremia, wo es heißt, denn vor langer Zeit habe ich dein Joch zerbrochen und deine Bande zerrissen, aber du hast gesagt, ich will nicht dienen. Ja, du hast dich auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumen als Hure hingestreckt, Jeremia 2. Woher habe ich das, dass Paulus uns hier warnt, in Galater 5, auch vor der Gesetzlosigkeit? Das sagt er ausdrücklich nochmal in Vers 13, wenn man ein bisschen weiterschaut. Das sagt er nochmal, im Prinzip dasselbe wie in Vers 1. Denn ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, für die Fleischlichkeit, für die Sünde, sondern dient einander. Das ist eben die andere Gefahr. Wir sind so frei, wir können tun, was wir wollen, sogar sündigen. Das geht nicht. Wie können wir hier gerade laufen? Wie können wir hier diesen Irrlehren zur Linken, zur Rechten entkommen? Gesetzlichkeit, Gesetzlosigkeit. Wie können wir den richtigen Weg gehen? Das ist die Frage zum Schluss, die bleibt, die uns natürlich beschäftigen muss. Und eigentlich ist es gar nicht so schwer, die Antwort darauf. Wir können das, und wir können das nur, wenn wir erkennen, dass wir jetzt unter einem neuen Joch sind, als Christen, als Gläubige. Es ist gerade nicht so, dass Jesus Christus dieses alte Joch zerbrochen hat, das alte Joch der Sünde, des Gesetzes, damit wir jetzt ohne Joch sind, damit wir unsere eigenen Herren sind, damit wir tun und lassen können, was wir wollen. Wie Martin Luther richtig gesagt hat, wir alle Menschen werden immer geritten, entweder von Gott oder vom Teufel. Wir werden immer geritten. Paulus sagt es auch so, wir sind immer Sklaven. Römer 6 haben wir schon gehört, wo er sagt, wisst ihr nicht, wem er euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen. Es sei der Sünde zum Tode oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Und sagt er weiter, Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen seid, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr von der Sünde befreit wurde, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Wörtlich heißt es, ihr seid Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ihr seid jetzt Sklaven Christi. Paulus sagt, wir sind immer unter einem Joch. Entweder unter dem Joch des Satans oder unter dem Joch Christi. Frage, wo wir sein wollen. Unter welchem Joch? Und so sagt es am Ende Jesus Christus selbst, oder nicht? Wie lautet denn das Evangelium aus dem Mund Jesu? Jesus spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid unter dem schweren Joch eurer Sünde und des Gesetzes. Ich will euch erquicken. Und wie tut Jesus das? Wie will er das tun? Wie bewahrt er uns davor, dass wir wieder in das alte Joch der Knechtschaft uns einspannen lassen? Matthäus 11, 29, er sagt, nehmt auf euch mein Joch. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus bewahrt uns vor dem Joch der Gesetzlichkeit, vor dem Joch der Gesetzlosigkeit, indem er uns in ein neues Joch spannt. Sein Joch, und dieses Joch ist nicht schwer.
wie Johannes sagt, in 1. Johannes 5, das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Plötzlich sind sie nicht mehr schwer. Wie kann das sein? Die Gebote Gottes zu halten, ein Knecht Gottes zu sein, das Kreuz Jesu Christi, unser Kreuz, auf uns zu nehmen, jeden Tag neu, das soll plötzlich leicht sein? Wie kann das sein? Sein Joch, das Joch Jesu, ist leicht, weil es eben genau das ist, weil es ein Joch ist. Viele von uns wissen das vielleicht gar nicht mehr richtig, wie das aussieht. Ich hätte es auch gleich zu Anfang nochmal beschreiben können. Ein Joch hat ja zwei Beugen, zwei Aussparungen sozusagen, für zwei Zugtiere. Unter einem Joch stecken immer zwei. Ein Joch für einen macht keinen Sinn. Ein Joch ist für zwei. Das kommt nicht von ungefähr. Was Jesus damit sagen will, ist, wo wir vorher mit dem Satan, mit dem Teufel, unter einem Joch waren, seinen Willen getan haben, ob wir wollten oder nicht, und wir wollten, da hat Jesus jetzt dieses Joch zerbrochen, jetzt sind wir mit ihm im Joch, unter seinem Joch. Und er ist das stärkere Zugtier, stärker als der Satan, stärker als wir selbst. So ein bisschen wie bei einem Tandem, wer schon mal Tandem gefahren ist, vor allem wenn man als Vater Tandem fährt mit einem Kind, der Vater sitzt vielleicht vorne und tritt und treibt eigentlich das Fahrrad voran und das Kind hinten tritt eigentlich nicht so richtig, sondern es ist eher so, dass die Pedale hinten die Füße des Kindes bewegen, als umgekehrt. So ähnlich ist es mit dem Joch Jesu Christi. Christus sitzt vorne und treibt dieses Joch an, treibt es an durch seine Kraft, durch die Kraft des Geistes, des Heiligen Geistes, und wir treten eigentlich nur mit. Aber das müssen wir, mittreten müssen wir. Wie es im niederländischen Bekenntnis, in unserem Glaubensbekenntnis heißt, über wahre Christen, sie sind diejenigen, die, Zitat, die den Nacken freiwillig unter das Joch Christi beugen. Freiwillig. Das Joch Jesu ist leicht, weil er uns die Kraft gibt, durch den Heiligen Geist, darin mitzugehen und in seinen Geboten zu wandeln. Meine Lieben, wir wollen uns nichts vormachen, auch das wird in 2018 unvollkommen sein, wie wir das tun. Das wird unvollkommen bleiben. Aber darauf kommt es jetzt gar nicht mehr an. Vollkommenheit haben wir schon. Vollkommenheit hat Jesus Christus vollbracht und geliefert. Unser Tandempartner, unser Partner im Joch. Wir strampeln nur. Wir fangen an, wie es der Heidelberger Katechismus sagt, wir fangen an mit fester Absicht, nicht nur nach einigen, sondern nach allen Geboten Gottes zu leben. Wir fangen an, aber wo wir es mal nicht tun, da bekennen wir. Da bekennen wir ihm unsere Schuld, da wissen wir, dass Gott gerne bereit ist, in Jesus Christus unsere Sünden zu vergeben, dass wir wieder aufstehen, dass wir wieder weitermachen auf diesem Weg, dem Weg der Heiligung. Lass uns dieses Wort vielleicht wirklich als Jahresmotto nehmen oder als Lebensmotto oder was auch immer, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Lasst uns das tun, lasst uns das aktiv tun, lasst uns kämpfen, jeden Tag aufs Neue, dass wir in dieser Freiheit bleiben, auf dieser Spur der Freiheit bleiben, dass wir uns nicht unterjochen lassen, zur Linken, zur Rechten, sondern immer mit Freude in diesem Joch bleiben, bis wir, wie der Heidelberger auch sagt, bis wir nach diesem Leben das Ziel der Vollkommenheit erreichen. Amen. Ja, unser Gott, wir danken dir, dass du das alte Joch über uns zerbrochen hast, das Joch der Knechtschaft, dass es entzwei gesprungen ist, als Jesus an diesem Joch gestorben ist, dem Joch des Kreuzes. Wir danken dir, dass du nun unser Herr bist, dem wir gerne gehorchen, dessen Sklaven wir gerne sind, dass du uns unter das Gute und Leichte, unter das wohltuende Joch Christi genommen hast. Er hilft, dass wir darin auch gerne bleiben und leben, dass wir so immer in der Freiheit bleiben, zu der er uns befreit hat, ein für alle Mal. Das bitten wir demütig und voller Glauben und Zuversicht und voller Vertrauen in Jesu Namen. Amen.